und herzlich willkommen zu Gamondo Packt aus. Die Show, in der ihr dabei zu seht, wie wir geile Sachen auspacken. Ja, heute ist es mal wieder ein bisschen groß. Und zwar die Matt Gear Edition, also die Collector's Edition von Street Fighter 6. Wir sind schon in der sechsten Runde mit Street Fighter. Ich weiß gar nicht, ob ich den allerersten Teil von Street Fighter gespielt habe. Wenn dann irgendwie damals, keine Ahnung, vor Urzeiten, ich kann mich daran nicht erinnern. Street Fighter 2 habe ich allerdings gespielt, auf diversen Compilations. Und ich hatte tatsächlich auch Street Fighter 2 auf dem Game Boy Advance. So zum Mitnehmen, Prügelspiel, immer ganz nett. Street Fighter 3, Third Strike, das hatte ich dann, glaube ich, gar nicht gespielt. Hätte ich gerne so auf dem Dreamcast gespielt, aber kam ich nie dazu, hatte das Spiel nie. Teil 4 wiederum, das dann auf, glaube ich, PlayStation 3. Fantastisches Spiel, das habe ich echt geliebt. Und dann kam Street Fighter 5, also Street Fighter V. Ja, das fand ich nicht mehr ganz so gut, muss ich leider sagen. War irgendwie ein bisschen zu sehr der Fokus auf Multiplayer. Also ist klar, beim Prügelspiel spielt man immer irgendwie gegen menschliche Gegner. Aber es war so ein bisschen auch von dem, ja, so ein bisschen das UI-Interface. Das war so ein bisschen alles so nicht ganz so meine Richtung. Ich wollte mehr so Richtung Arcade, nicht so online. Egal. Jetzt kommt Street Fighter 6 mit einem fantastischen, coolen neuen Story-Modus für Singleplayer. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf den neuen Titel von Street Fighter 6. Klar, Street Fighter kennt jeder. Und auch in Street Fighter 6 wird wieder richtig gut geprügelt. Aber es gibt hier auch einige Neuerungen und natürlich zählt dazu auch der neue bunte Look. Es sieht fantastisch comichaft und bunt aus, einfach ein schönes, farbenfrohes Kämpferfest. Dazu gibt es jetzt ganz neu einen Story-Modus, der es in sich hat und eine Geschichte erzählt. Diesmal nicht nur ganz in Bildern, sondern tatsächlich mit mehr Interaktionen. Es ist also ein rundum rundes Fighting-Game-Paket. Und wie eingangs schon erwähnt, wir haben halt die coole Collector's Edition von Street Fighter 6, die Matt Gear Edition. Da sind coole Dinge drin, richtig, richtig coole Dinge. Aber wir schauen uns zuerst mal die Box an. Die ist nicht eingeschweißt und deswegen können wir direkt drauf gucken. Wir sehen natürlich jetzt hier das Logo erstmal. Und ja, also es könnte auch irgendein x-beliebiges anderes Spiel sein. Also vom Design her so ein bisschen, wie ich finde, weil man sieht jetzt nicht unbedingt irgendwie die Figuren, die sich gegenseitig irgendwie eins draufgeben, sondern das ist eher so ein bisschen dieses Street-Design. Finde ich relativ cool, also das ist so wieder Richtung Street Fighter, also auf den Straßen. Das hat so ein bisschen, ja Gangster liegen jetzt nicht unbedingt. Die Seiten sind jetzt natürlich nicht so spektakulär. Zumindest die Seiten nicht so und die Rückseite sowieso nicht, weil die ist nur rot. So, jetzt haben wir hier vorne, da steht, da sehen wir natürlich, es ist Street Fighter 6. Das ist relativ cool. Und auf der anderen Seite sehen wir den Inhalt. Davon wollen wir uns jetzt allerdings noch nicht ganz so großartig spoilern lassen, weil wir wollen ja wissen, nicht vorher wissen, was drin ist. Obwohl, naja, wir wissen es eigentlich schon, von daher ist es jetzt eigentlich auch nicht so problematisch. Ist die PlayStation 5 Version von dem Titel. Und ich muss hier erstmal die Siegel an den Seiten lösen, damit wir das Ding aufschieben können. So, jetzt sind wir aber soweit, jetzt können wir das Ding mal aufschieben. Und schieben dann erstmal die Packung raus und haben dann eine neue Box. So, das ist jetzt nur noch so ein Faltkarton. Legen wir mal zur Seite. Und wir haben eine neue, schicke Box. Schauen wir uns hier die Matt Gear Metro City, das Logo nochmal. Relativ cool. Sonst sind hier eher nur so Unterschriften raus. Finde ich irgendwie cool, aber Bild wäre jetzt natürlich auch ganz nett gewesen. Sonst haben wir echt hier nur nochmal ein bisschen mehr Schriften. Nichts Besonderes.
Ist ein dunkleres Rot als jetzt die äußere Verpackung. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auch irgendwo noch ein Siegel haben oder ob wir das Ding einfach so aufmachen können. Na, wir kriegen es auch einfach so auf. So, man dreht es auf die richtige Richtung und dann können wir das aufmachen und tada, als erstes haben wir das Spiel. So, dann nehmen wir das Spiel erstmal raus, weil das ist so das Wichtigste überhaupt. Also, dass wir das Spiel spielen können. Und es ist tatsächlich Steelbook-Version. Relativ cool. Ist natürlich eingeschweißt, aber das kriegen wir relativ schnell offen, hoffentlich. Ja, das geht viel schneller, als jetzt hier mit den Siegeln zu hantieren von dem Karton. Von daher passt das schon. Und so. Ja. Schauen wir uns das mal das Softcover an, sozusagen. Das der Karton drumherum. Da haben wir natürlich jetzt ja unsere Kämpfer drauf. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich der neue alte Ryu, Chun-Li und einer der neuen Kämpfer, glaube ich. Kann mich da natürlich irren, weil die Designs haben sich ein bisschen geändert. Und hinten haben wir natürlich ein paar coole Screenshots, ein bisschen Text, naja, und unten natürlich wieder die obligatorisch rechtlichen Hinweise. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt holen wir uns hier das Steelbook mal raus und wir sehen quasi das gleiche Bild, jetzt nur in groß oder ein bisschen mehr, ohne die Schriftzüge, also kein Street Fighter 6 unten drauf, sondern tatsächlich reines Bild. Und auf der anderen Seite, da sehen wir noch andere Kämpfer. Und zwar, das dürfte wahrscheinlich Geil sein, der da so richtig prominent dasteht. Das sieht cool aus. Also ich finde das schon, ich mag ja tatsächlich die neuen Designs, die sie jetzt bei den Spielern haben. Also bei den Figuren, ich meine, die klassischen Helden sind ja ein bisschen älter geworden. Und ja, warum nicht? So, jetzt legen wir mal hier das so ein bisschen zur Seite und schauen uns das Inlay-Bildchen an. Wenn wir haben ja auch drin was zu gucken, sieht das nicht cool aus. Das sind so, ja, Kämpfer, die sich halt hier tatsächlich so einen auf die Mütze geben. Also das ist so ein Bild, wo ich sagen würde, da erkennt man, dass das ein Prügelspiel ist. So, ja, dann kann ich jetzt die Disc auch wieder reinlegen. Und wir haben hier noch ein Zettelchen mit einem Download-Code. Den kann ich natürlich nicht zeigen, aber es sind noch digitale Inhalte dabei. Dazu gehören die Season Pass. Der ist halt gültig für 4 Kämpfer, die dazu kommen, 4 neue Stages, paar Outfits, irgendwelche Ingame-Sachen natürlich. Alles nicht ganz so interessant. Gerade weil es halt nichts Physisches ist. Und wir lieben physische Sachen. Und deswegen gucken wir weiter rein, was hier noch drin ist. So, ein Layer kommen wir tiefer. Offensichtlich gräbt man sich hier so ein bisschen durch. Und hier haben wir... Wow, das sieht fast aus wie ein Magazin, muss ich sagen. Schauen wir uns das näher mal an. Also das Cover finde ich jetzt fantastisch tatsächlich, muss ich sagen. Also ich habe jetzt hier so... bisschen Retro-Vibes, weil früher so die Gaming-Magazine so aussahen, also vom Cover her. Und das ist cool gemacht, ich finde das toll. Also es ist jetzt vermutlich ein Artbook. Oder ist es tatsächlich ein Magazin? Nein, es ist ein Artbook. Das ist ja irre. Also das ist aufgemacht jetzt wie so ein klassisches Gaming-Magazin, von denen es tatsächlich immer noch welche gibt. Tatsächlich, also von denen gibt es immer noch welche. Ich lese halt nicht mehr so viele oder eigentlich gar keine mehr. Die News findet man ja online, ist aktueller, deswegen sind Magazine tatsächlich sehr stark ja am Fallen, was die Verkaufszahlen betrifft und dergleichen. Ist ein bisschen schade, weil ich habe die Dinger immer geliebt. Aber ja, jetzt haben sie so ein bisschen, ja nicht den Sinn verloren, aber an Aktualität. Und früher, da hat man die ganzen News halt tatsächlich nur aus diesen Magazinen bekommen. Da musste man Geld ausgeben, um halt an die Neuigkeiten zu kommen, weil da gab es das Internet nicht. Oder da war das noch relativ frisch, das Internet. Ja, wir haben hier coole Motive. Also hier zum Beispiel jetzt ein ganzseitiges Motiv. Ganzseitiges, ein doppelseitiges Motiv.
Das sind ja auch ein paar Sachen, die so ganzseitig sind. Finde ich relativ cool. Also ist so richtig aufgemacht wie so ein Gaming-Magazin mit Werbung und Inlay-Cover. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein super tolles Ding. Also es sieht sehr schön aus. Boah. Also wenn ich da denke, also das ist echt cool gemacht. France. Leute, also das ist ja ein Highlight. Also sehr cool. Das ist jetzt nicht einfach nur, ja, ich sag mal, langweilig eine Bildersammlung, sondern hier hat man sich was gedacht. Das finde ich toll. Das ist richtig, richtig schön. Das mit dem Release-Date-Datum von dem Spiel, 2. Juni. Nice. Sehr, sehr schön. Liebe ich. Also das ist echt sehr schön, sehr schön. So, jetzt haben wir hier noch so einen Umschlag. Steht hier auch Street Fighter 6 drauf. Ja. Ist im selben Design so ein bisschen. Ist jetzt farblich wieder ein bisschen anders, wieder ein bisschen heller. Würde mich nicht wundern, wenn hier Sticker drin sind. Ja, es sind natürlich Sticker. Genau, die standen halt auch draußen. Okay. Wie machen wir das? Schauen wir uns ein paar an. Channel Eternity. Nett. Hier haben wir einfach nur einen blauen Pfeil. Ich weiß ja nicht. Noch Pfeile. Ein Panda-Ding. Also, es sind hier eine Menge Sticker. Also, ich kann jetzt schlecht alle zeigen. Oh, wir haben eine Lilith. Eine Lilith, eine Darkstalkers Lilith. Das ist ja cool. Die wird wahrscheinlich nicht vorkommen in dem Spiel, aber ich finde den Sticker cool. Von Darkstalkers, aka Vampire Survivor. Oh, hier haben wir einen Blanka. Ja, das ist cool. Sehr schönes Motiv. Echt schön, super. Geil. Noch ein altes Street Fighter-Logo. Sind echt coole Sachen dabei. Oh, das sieht das Asiatische hier. Das ist das ist auch cool. Das sind so ein bisschen Random-Sticker, muss ich sagen. Irgendwie so durcheinander. Nichtsdestotrotz, schöne Sachen. Ich pack die mal so ein bisschen jetzt zur Seite, ohne dass sie irgendwie verloren gehen. Sind eine Menge Sticker, also richtig viele. So, dass ich sogar sage, hey, müssen wir uns nicht alle angucken. Das heißt schon was. So, das ist jetzt hier das Diorama, will ich sagen, das dazugehört. Denn wir haben jetzt noch zwei Figuren, die zu diesem Spiel dazugehören. Und da gibt's so ein Diorama, was man so dahinter stellen kann. Also jetzt hier, wie so ein Neon-Graffiti-Ding. Jetzt sehe ich wieder Gedöns gesagt, aber trifft ja nicht ganz so zu. Aber ist halt so ein Ding, kann man aufstellen. Wie man sieht, das kann man hier nach vorne klappen. Und das gleiche gilt hier für, also einmal ein Motiv mit Street Fighter. Diorama, Hintergründe für die Statuen, die jetzt hier noch kommen. Und so ein Diorama ist ja eigentlich relativ cool. Sind ganz nett gemacht, wie ich finde. Aber das Artbook ist immer noch so ein besseres Highlight. Dieses schöne Heftchen. Doch das richtige Highlight, das kommt jetzt. Ne? Das sind nämlich die zwei Figuren, die dazugehören. Unsere zwei Kämpfer von Street Fighter 6. Und zwar die beiden Neuzugänge. Die sind nämlich hier in einem schicken kleinen Karton zusammen eingepackt. Also nicht mal einzeln, sondern ja als Gruppe. So Sonderedition von Pop-Up Parade. Da hatten wir tatsächlich auch schon mal eine Figur gehabt. Und zwar von AI Somnian Files 2, wenn ich mich nicht recht entsinne. Da war, glaube ich, auch die Figur, war, glaube ich, also die Aiba war aus von Pop-Up Parade. Auch, glaube ich, aus. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber es kann sein. Pop-Up Parade, das ist die stellen ganz gute und qualitativ hochwertige Figuren her. Von daher kann man sich hier sicher sein, dass sie cool sind. Und die haben auch immer diese, ja, ich sag mal, sehr, sehr transparenten Packungen. Also man kann ja von rechts, links reingucken halt. Und hinten ist halt so ein Element, wo man das dann nicht mehr sehen kann. So, jetzt muss ich nur gucken, wie man das Ding hier aufmacht.
wird es langsam ein bisschen eng hier. Das sind leider relativ große Figuren. Fangen wir mal mit den Herren an. Den holen wir uns mal hier kurz raus. Und schon sind wir fertig. Dann schauen wir uns den Herren noch mal ein bisschen genauer an. Der Herr mit seinem blauen Shirt. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das ist leider schade, aber er sieht gut aus. Wir haben hier tatsächlich, die Details sind einfach Wahnsinn. Also, er ist schön bemalt. Er hat genau den Stil, den er halt so im Spiel hat. Also, es passt so richtig zu diesem Street Fighter Stil. Das heißt, dieses neue Design, dieses bunte, das ist richtig schön. Er hat natürlich keine Schuhe an, kämpft barfuß, wie es sich gehört in Street Fighter. Sieht richtig cool aus, ist ein Typ, tougher Dude, was auch immer. Relativ coole Figur. So, dann haben wir noch die Dame, die ist auch neu. Schon haben wir die zweite Figur. So, die sieht mal richtig, richtig nice aus. Also die hat ja noch ein bisschen mehr Details als der Typ von eben. Vor allen Dingen, wenn man sich die ganzen Haare anguckt, das ist ja irre, wie die halt baumeln und dergleichen. Das ist sehr schön gemacht. Und wie gesagt, die hat halt hier so einen Walkman in der Hand mit dem Seil, das dann halt zu den Kopfhörern geht. Das ist cool. Ist auch wieder schön bunt. Wir haben hier diese Hose, die halt ja zur Seite halt offen ist mit den Lidern. Ist halt so ein bisschen sehr fashionmäßig, also sehr, sehr fesch gemacht. Relativ cool gemacht. Ja, das sieht schön aus. Das ist einfach toll. Das ist eine tolle, richtig tolle Figur. So richtig schön viele Details. Oh, ich liebe es. Das ist toll. Das ist einfach eine richtig tolle Figur. Das ist irre. Muss man einfach sagen. Und das muss man jetzt natürlich auch sagen. Diese beiden Pop-Up-Parade-Figuren... definitiv das Highlight dieser Collector's Edition. Sehr schön. Aber, ja, mehr ist jetzt auch nicht drin und damit sind wir durch mit dem Inhalt dieser Mad Gear Edition von Street Fighter 6. Und das ist hier nun die Collector's Edition von Street Fighter 6, die Mad Gear Collection. Ich finde sie fantastisch. Ich meine, klar, es ist offensichtlich, dass diese zwei Figuren vom Pop-Up Parade richtig, richtig nice sind und so das absolute Highlight dieser Collector's Edition. Dafür lohnt es sich allemal. Top, richtig geil. Wer diese Figuren haben will, braucht diese Collection. Wir haben natürlich dafür diese Diorama-Hintergründe. Wer es braucht, ist eine nette Dreingabe, vor allem, weil die auch noch so großflächig bedruckt sind, ist das ziemlich nice. Wir haben ja auch viele, viele Sticker, auch ganz nice, ist ganz nett, kann man machen. Ja, mein zweites Highlight, und dann schmeiße ich hier schon wieder das eine Diorama um, das Artbook in Form eines Magazins. Das nenne ich eine coole Idee. Ich meine, es ist jetzt natürlich kein Hardcover-Artbook, also das irgendwie edel ist, aber das passt ja viel besser zu Street Fighter. So ein Magazin. So klassisch. Ich schmeiß schon wieder um. So, aber das ist richtig geil. Ich mag das total. Das ist ein richtig tolles Artbook. Vor allem, weil da auch noch so Sachen so anders designt sind. Das ist kreativ. Das macht Spaß, das durchzublättern. Das ist toll. Ja, wir haben dann noch ein Steelbook, das auch richtig cool aussieht. Richtig nett. Mit dem Schuber entsprechend dazu. Naja, und dann haben wir natürlich eine coole Box, die ja von der Größe her cool ist, aber die hätte irgendwie ein bisschen besser bedruckt sein können. Ich weiß, hätte man noch ein bisschen mehr mitmachen können. Aber darum geht's nicht. Wir haben coole Figuren, cooles Artbook, coole Collector's Edition. Mein Fazit für diese Mad Gear Edition von Street Fighter 6. Von daher, ja, gefällt mir sehr gut. Also ich hoffe, es hat euch auch zumindest gefallen, euch das anzusehen, wie ich es ausgepackt habe, wo ich so ein bisschen gestruggelt habe bei den einen oder anderen Siegel. Passt ja, von daher,
Es ist warm und ich mach Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis es wieder heißt, Gamonda packt aus. Ciao, ciao.